Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Blog. Ja, heute halte ich euch mal ein bisschen auf dem Laufenden, was ich mir so Neues kaufe. Und zwar, ich habe mir hier, könnt ihr sehen, ein Raspberry Pi Modell 3 gekauft. Das ist jetzt, ich glaube, der sechste oder siebte Raspberry, den ich mir gekauft habe. Also ich habe sie von A1 Modell A, 1 Modell B, 2. Also ich habe die schon für die unterschiedlichen Zwecke benutzt, vom Bitcoin-Mining über Linux-Server bis hin zu die Hauptanwendung, sage ich mal, als Media-Server, sehr, sehr gut geeignet. Ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, was ist in diesem Bundle drin. Und da gucken wir mal und erkläre euch ganz kurz, was das Ganze ist. Das heißt, hier, das ist das eigentliche Herzstück, der Raspberry 3 B. So sieht er von oben, so von unten aus. Das heißt, er hat auch wie das Vorgängermodell 4 USB-Ports, ein LAN-Anschluss. Hier ist der HDMI-Anschluss, Audio und hier ist auch das für das Netzteil, das heißt Strom. Und hier das Weiße. Sieht man besser von der Unterseite. Hier kommt die SD-Karte rein für das Betriebssystem. So, das heißt, in meinem Bundle ist einmal dieses Mainboard drin. Dann ich packe es einmal aus. Einmal ein Gehäuse für die 3er-Version. Eigentlich ganz schick. Aha, mit Schrauben wird das diesmal festgemacht. Das heißt, im Endeffekt vermutlich genau hier so rein. Ja, festschrauben mit den 4 Schrauben. Es sind sogar 5 dabei. Deckel drauf. Fertig. Sieht das Ganze so aus, natürlich festgeschraubt. Dann dabei ist schon fertig vorkonfiguriertes Betriebssystem. Ist wahrscheinlich wieder ein OMCX, also ein Multimeter-System. Kann ich euch vielleicht später im Video mal zeigen, was das genau ist, wie das funktioniert, wie man was einstellt, ein paar Tipps und Tricks vielleicht. Das brauche ich eigentlich nur hier rausnehmen. Und kann das dann auf die Unterseite des Boards, also wenn es festgeschraubt ist, kann man es auch so machen, einfach hier rein. So, mit einer Hand ist das gar nicht so einfach. Und dann ist auch schon das Betriebssystem installiert. So, dabei ist noch ein Netzteil. Ich gucke mal eben. Normales Netzteil. Ja, 5 Volt brauchen seit 2500 Ampere. So sieht der Anschlussstecker aus dafür. Es hat sich also auch nichts geändert seit dem letzten Raspberry. Dann war dabei noch ein Netzwerkkabel und ein 1 Meter HDMI-Kabel. Also zu gut Deutsch, alles, was man für den Start mit dem Raspberry braucht. Das heißt, wenn ihr mal so ein Paket bekommt, achtet drauf. Also am besten, dass ihr eine B-Variante bekommt, dann habt ihr mehr USB-Ports. Wobei man da immer darauf achten muss, wenn ihr da stromhungrige Geräte anschließt, wie 2,5 Zoll Festplatten, alte, dann brauchen die sehr viel Strom. Das kann sein, dass das kleine Raspberry nicht schafft, beziehungsweise das Netzteil. Sonst achtet am besten, wenn ihr den Platz habt, nehmt immer die B-Variante. Die ist einen Ticken größer, aber dafür viel leistungsstarker. Hier ist jetzt ein Quad-Core drin und. Die Spezifikationen könnt ihr überall im Internet finden. Ich bin wie gesagt bisher mit allen Raspberries sehr, sehr zufrieden. Und ich denke, den werde ich jetzt eben schnell zusammenbauen und dann werde ich den mal anschmeißen und euch vielleicht auch in einem späteren Video darüber auf den Laufenden halten. So.
So, wie ihr gesehen habt, erst den Deckel drauf und dann festschrauben. Aber hier ein ganz einfaches Spiel. Hier kann man, wie gesagt, die SD-Karte noch rausnehmen, austauschen, formatieren, neu aufspielen. Das müsst ihr vielleicht ab und zu mal machen. Ist aber ganz, ganz easy, also auch für Anfänger. Ist ein Raspberry Pi, super geeignet. Gibt super Anleitung oder könnt mich fragen. Im Endeffekt ist es nur die SD-Karte reinschieben mit dem Chip drauf in den Computer, ein kleines Install-File laden, Doppelklick, weiter, weiter und schon ist dein System drauf. Einmal das Ganze ans Netzwerk anschließen, ja, und dann holt er sich das restliche Betriebssystem automatisch. Ja, dann solltet ihr noch kein Raspberry haben, kauft euch ruhig einen, ist auf jeden Fall die Investition wert. Hat mich jetzt gekostet 70 Euro das komplette Bundle mit HDMI-Kabel, mit Netzwerkkabel, SD-Karte, Netzwerk, Stromkabel, Gehäuse und der Raspberry. Ich fand es einen guten Preis, deswegen habe ich direkt bestellt und ich bin jetzt auch Gott sei Dank einer der Ersten, der es schon hat und ja, damit jetzt rumspielen kann. Ciao! Vielen Dank fürs Schauen des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder sonstiges habt, schreibt es einfach unten rein und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.